Ich habe heute eine Fitness-Ikone hier sitzen. Was? Das heißt Bodybuilding. Meine Fresse. Servus Leute, mein Name ist Paul Unterländer. Paul XY oder wie der heißt. Mag es nicht, interessiert auch nicht. Der ist kein guter Mensch, ja. Warum? Er ist vegan. Und es geht halt so nicht. Ja, mein Name ist Markus Röhl. Oberarmumfang von 1,78 Meter. Ja, wie gesagt, habe 9-mal bei Olympia gestanden, bin oftmals schon beschissen worden. Weil der Bob Ciccarello macht mit. Also ich glaube, ich bin öfter beschissen worden wie mein Scheißhaus. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Markus Rühl, bin 50 Jahre. Ich habe am Tag 132 Kilogramm Eiweißpulver zu mir genommen und habe dazu noch 500 Kilo Fleisch gegessen. Hatte einen Oberarmumfang von 1,78 Meter. War schon wohl da, was ich für Ausmaße hatte, war schon wirklich unglaublich. Und deswegen freue ich mich heute in einem gewissen Alter auf eine tolle Karriere zurückzublicken. Und das finde ich geil. Okay. Das erste Mal seit neben. Sieht aber eigentlich schon gut aus, also bis auf ein paar Kleinigkeiten, weil der Arm nicht immer ganz gestreckt ist, man kann leicht angewinkelt sein. Aber so für den Anfang ist das auf jeden Fall schon stabil. Ja, genau. Stabil, ja. Spaß. Zeige ich euch was. Wirklich stabil ist. Ich hab trainiert, das ist ein konstantes Training. Und wer das nicht macht, das sieht aus wie ein Wellensittich. Und das ist einfach so. Eine kleine Pointe. Damals hat mir der Franz Bach das ganze Masthuhn weggefressen hinter der Bühne. Das war recht lustig. Gut ab. Jetzt muss ich dich mal noch fragen, weil... Wenn ich gerade einhaken darf. Entschuldigung, das ist echt ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist. Vegan funktioniert nicht. Lächerlich. Guck mal, du bist zu schwach. Weg. Mehr Gewicht. Und fangen wir mal mit den Basics an. Da würde ich empfehlen, 500 Kilo Bankdrücken. Dann wird das schon kein Problem. Wann würdet ihr eine Massephase, Gewichtsphase einleiten? Jetzt sofort. Ich meine, du hast dich selber gesehen, das sieht aus wie ein Durchsichtiger. Und wann fangt ihr dann an im Cardio? Halt die Fresse. Und lass die Scheiße. Das ist nicht lustig. Vom Cardio-Training bekomme ich stille Beine. Das funktioniert nicht. Die werden mal recht, gäbe die zwei da drüber, weil die es genauso gemacht haben. Also wir sind ja hier mit mehreren Leuten in der Runde und haben wahrscheinlich auch mehrere Meinungen. Nein. Das ist falsch, was du sagst. Da gibt es keinen Weg vorbei und das ist einfach so. Dann habe ich mich immer gefragt, okay, der trainiert jetzt seit 5 Jahren und dann gibt es Bilder wie von dir zum Beispiel und du bist trotzdem 3-mal so breit. Ja. Wie kann das denn sein? Warum? Es ist ganz einfach. Natürlich anabole Steroide. Ja. Das bedarf es, ne? Okay, also die Gleichung ist also je mehr anabole Steroide, je mehr Erfolg. Okay. Um die Frage nochmal ganz kurz aufzugreifen, also das sollte man, glaube ich, immer explizit auf die Person beziehen. Wenn einer von Haus aus sehr dick ist, dann kann der auf jeden Fall Cardio machen. Was ist Bullshit? Schwellt mir schon die Hose an, ne? Der Kartoffel labert Scheiße. So sieht ein dünner Mensch aus. Danke, Schluss. Da kenne ich mich gar nicht aus, aber die hast du auch benutzt. Nein. Das kommt nur durch Aminosäure. Das ist so. Wir waren alle natural und werden auch nie irgendwelche illegale Substanzen zu uns nehmen. Spaß. Wir nehmen anabole Steroide. Das ist Grauens. Vor dem Training, beim Training, nach dem Training. Von der Oma mit 70 über den ambitionierten Athleten, der früher oder später mal auf die Bühne will. Es funktioniert. Schon witzig, von 3 Leuten angestarrt zu werden. Oder 4. 5. Weil ich bin auch 4. Blöder Wichser. Ich wollte euch mal fragen, ob ihr uns vielleicht eure 3 goldenen Regeln für erfolgreiches Bodybuilding geben könntet. Zum einen brauchst du Geduld, Disziplin, Durchhaltevermögen. Nee, falsch. Das ist doch gar nicht wahr, was ist das für ein Bullshit? Glaube ich nicht. Ich glaube, das Allerwichtigste sind anabole Steroide, Reis mit Fleisch und Masthuhn für Wachstum. Meine Empfehlung. Ganz einfach zu merken. 400 Gramm Eiweiß, Reis und Huhn, fertig. Ja. Ich selber stelle halt so. Wenn ich gerade einhaken darf. Ich fühle mich null ernst genommen. Entschuldigung, ich sage immer so auf Seminare. Und da stehe ich auch dazu. Schwer und falsch. Und Masthuhn für Wachstum. Das ist ganz wichtig. Jetzt schmeißen wir den veganen Grill an, oder? Bisschen Proteine. Cool. Dann kann die Grillparty steigen, halt nur ohne Protein. Grüße an alle Veganer, ja. Sind wir mal ehrlich, wir wollen alle fit sein oder zumindest so aussehen. Ich bin ganz ehrlich. Nö, ich will fett werden. Und nicht fit. Alles eine Frage der Zielsetzung. Wie viel hast du damals gewogen? 280 Kilo. Das ist brutal. Also sind hier reichlich Gemüse, also wir haben, glaube ich, auf jeden Fall genug, um satt zu werden. Mag ich so ein bisschen in Zweifel stellen. Ich kann nichts sehen. Total leer. Das ist wie ein Mückeschiss, ja. Kann ja kein Wellensittich mit überlegen. Aber was kann man als Veganer eigentlich essen? Nix, ja. Ich glaube, die dürfen gar nichts fressen. Da gibt's wenig. Ganz genau. Es gibt nichts, ne? Ich sehe auch nicht viel. Ich sehe gar nichts. Das ist ja das Dramatische. Also, außer Blähungen wird ja nichts, ne? Wir fressen Fleisch des Grauens. Und das finde ich geil. Und solange ich kein Dünnschiss habe, bleibt es da drin, ja. Dabei ist es ja eigentlich gar nicht schlecht, fit und gesund zu leben. Doch. Ist schlecht. Das ist schon grenzwürdig, ja. Also wer was erreichen will, der frisst nachts um 12 35 Kilo Erdnussbutter mit Toastbrot. Gab's für dich mal
irgendein Moment, der in dieser ganzen Karriere besonders krass war? 95 dann mein ersten Wettkampf beim Bachgau Cup. Hab ich mir voll in die Hose geschissen, ja. Das war geil, ja. Ganz üble Nummer. Ich fand das gut. Unter anderem habe ich vor, mein eigenes fucking Restaurant zu öffnen. Cool. Dann brauchen wir noch einen Namen, einen schönen Namen, ne? Was weiß ich, Rühl oder so, ja. Oh, da gibt's ein schönes Hähnchen mit Reis, ja, das bestelle ich mir. Nabelschorne, so muss das sein. Leg ich euch ins Herz, kommt vorbei, alles gut und viel Erfolg für euch. Ich wage das Selbstexperiment und tauche ein in diese Fitnesswelt. Ah, so Cardio. Sieht ein dünner Mensch aus. Guck mal, Bub, ich geb dir mal einen Gutschein für die Kentucky, jetzt isst du erst mal 3 Kilo. Ich hab Durchfall gehabt, war mit meinem Hund Gassi, damals hatte ich die Lady noch und ich wusste nicht, wo mein Hund ist. Und ich habe fast in die Hose geschissen, war unterwegs im Feld und denk, ich kann es nicht mehr halten, ist mir jetzt gerade egal. Hab meinen Socker ausgezogen, hab gedacht, das nimmst du als Toilettenpapier, setz mich hin, kack, denk, wo ist mein Hund? Auf einmal kommt sie vorgelaufen, hab ich auf die Lady geschissen und hab's nicht gemerkt. Ne? Die war total vollgesudelt. Also da habe ich echt gedacht, scheiße, mein armer Hund. Ich kann euch nur sagen, also ich habe da über 1 Million Euro von meinem eigenen Geld reingesteckt. Ich wette meine ganze Existenz drauf und ich sage es euch, es wird es auch wert sein. Und es ist für euch wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Was ist das? Ein Plan für eine Penisverlängerung? Komm, als Maul. Jeder weiß ja, ich bedarf Fleisch. Und deswegen habe ich gedacht, das zeige ich euch. Ein Bodybuilding-gerechtes Gericht. Wo auf jeden Fall funktioniert, folgendermaßen. Dann nehmen wir 500 Kilo. Leckeres und sehr günstiges Hähnchenbrustfilet. Mit richtig Gewürz und mit richtig Schweinesteak. Bisschen Pilze, ein bisschen Tomate dazu, ein paar Zwiebeln dazu. Mach ein bisschen Pfeffer rein. Salz ungefähr so 2 Gramm. Ab auf den Teller und schon kann die Grillparty steigen. Ich wiege aktuell 71,4 Kilogramm. Zu wenig. Habe einen Körperfettanteil von 13,7%. Auch zu wenig. Und habe eine Muskelmasse von 58,5 Kilogramm. Ich bin geschockt. Ja, das ist auch viel zu wenig. Du musst viel essen. Dass du auch dann 280 Kilo wiegst. Es ist halt nicht so kompliziert. Man muss einfach trainieren, fressen, schlafen. Was hat sich noch verändert, außer Muskelmasse am Körper? Was rein muss, muss raus. Ich gehe 20 Mal am Tag scheiße und das finde ich geil. Ja, on point. Damals aufgestanden, scheiße gegangen und wenn ich dann irgendwann nach einer Stunde, anderthalb aus dem Haus gehen wollte, musste ich vorher nochmal scheißen gehen. Ich gehe 20 Mal am Tag scheiße. Das geht doch gar nicht. Doch, ich schwör's dir. 20 Mal am Tag. Was für Haufen? Also mein schlimmster Haufen war vor New York. Weil ich wusste, Bob Ciccarello macht mit. Hab ich so ein bisschen Angst. Ne? Das war so eine Schüssel, dass wir den Roomservice anrufen mussten. Für Onanierhilfe. Und das Ding war hart. Wie fertig kann man in 30 Tagen werden? Also, es ist ja so. Du kannst vom Krankheit ja nicht nur durchsichtig werden. Kurzes Resümee nochmal. Du bist extrem dünn und wer dünn ist, kommt in unserem Sport nicht weit. Und das Ding war hart. Mal ganz ehrlich, ich hab das noch nie hinbekommen. Da hab ich den Roomservice angerufen, das ist der Excuse me, sir, I have a Scheißhaus. Problem, bin raus und hab gedacht, so, jetzt geht's vorwärts. Alles gut und viel Erfolg. Geile Scheiße. Stuhlganggeschichten sind sehr schön. Somit startet heute der Sober Oktober. Ich will euch natürlich meine aktuelle Form nicht vorenthalten. Ja, mach mal. So sieht's dann halt aus, ne? Also, Marc. Das ist scheiße, ja. Der nächste. Hier seht ihr, was kontinuierlicher Konsum von Alkohol. Die sind auch komplett durchgefallen. Was läuft hier falsch? Nächste Frage. Was sind eure Top 3 der deutschen Bodybuilding-Talente? Roswitha Rühl und Renboline. Die sind geil. Jeder Profi sollte sich jetzt mal hinterfragen, warum Roswitha ist. Macht's gut, bis dann. Wer will Kinderschokolade? Wer will Kinderschokolade? Wer will Kinderschokolade? Wer will Stanozolol? Wer will Kinderschokolade? Wer will Stanozolol? Snickers?